Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial, wo es um die Reibung gehen wird. Bevor ich darauf aber näher eingehen werde, ein kurzer Überblick über die verschiedenen Arten von Widerständen. Den Gesamtwiderstand bezeichnen wir hier als Strömungswiderstand und dieser lässt sich unterteilen in den Formwiderstand, den Reibungswiderstand und den Wirbel- und Wellenwiderstand. Der Formwiderstand wird durch den CW-Wert beschrieben. Dieser Strömungswiderstandskoeffizient gibt etwas über die Form des Körpers preis. So hat diese Mercedes E-Klasse zum Beispiel einen Widerstandsbeiwert von 0,25. Was bedeutet das nun? Wir schauen uns mal die Formel für den Luftwiderstand an. Die Widerstandskraft ist proportional zum Produkt aus dem CW-Wert und der Bezugsfläche, welches als Widerstandsfläche bezeichnet wird. Der CW-Wert ist also nur ein Beiwert, welches die Fläche beschreibt. Jetzt widmen wir uns dem eigentlichen Thema zu, nämlich dem Reibungswiderstand. Es gibt verschiedene Reibungsarten. Wir beginnen mit der Haftreibung. Diese ist nämlich der Grund dafür, dass der schwarze Klotz hier auf diesem Hang nicht runterfällt, sondern stehen bleibt. Der türkise nach unten gerichtete Pfeil bezeichnet die Gewichtskraft, der grüne Pfeil die normale Kraft und der rote Pfeil die Reibungskraft. Nach dem Superpositionsgesetz lässt sich die Gewichtskraft in die grüne Normalkraft und in die blaue Hangabtriebskraft unterteilen. Je nachdem, wie groß die Neigung, sprich der Winkel Alpha ist, umso größer bzw. kleiner die Normalkraft und die Hangabtriebskraft logischerweise auch. Grundsätzlich gilt, wenn der Körper aufhört, auf der Bodenoberfläche zu haften, dann entsteht Gleitreibung, dazu kommen wir später, und in diesem Prozess wird kinetische Energie in Wärmeenergie umgewandelt. Wie schaut denn nun eigentlich die Formel für die Reibungskraft aus? Wir sehen einen Koeffizienten μ multipliziert mit der Normalkraft Fn. In der flachen Ebene würde die Normalkraft der Gewichtskraft entsprechen. In der schiefen Ebene geht ein Teil der Gewichtskraft in die Normalkraft ein und ein Teil in die Hangabtriebskraft. Was aber jetzt ist der Faktor μ? Da wir eine Kraft, die Reibungskraft, durch die Normalkraft rechnen, rechnen wir Newton durch Newton. Somit ist der Faktor μ dimensionslos. In dieser Tabelle hier sehen wir den Koeffizienten μ einmal für die Haftreibung und einmal für die Gleitreibung. Beim Stoff Bar Stahl auf Stahl ist der Koeffizient sehr, sehr gering. Darum haben sich die Jungs aus der Deutschen Bahn auch gedacht, die Zugräder und auch die Schienen aus Stahl zu machen. Beim Stoffpaar Gummi auf Asphalt ist der Koeffizient sehr, sehr hoch. Ein klassisches Beispiel wäre hier der Autoreifen. Jetzt eine kleine Frage für euch. Bei welchem Stoffpaar würde denn der Reibungskoeffizient größer als 1 sein? Ein mögliches Beispiel wäre, wenn man zwei Bürsten ineinander drückt. Schauen wir uns nun die Formel für die Gleitreibung an. Auf dem ersten Blick sieht diese sehr, sehr ähnlich aus. Wir haben wieder den Koeffizienten μ multipliziert mit der Normalkraft Fn. In diesem Klotzbeispiel sehen wir, dass wir eine Kraft F mit dem türkisen Pfeil auf den Klotz anwenden und es wird automatisch die Gegenkraft FHR für Haftreibung erzeugt. Was würde passieren, wenn wir die aufgebrachte Kraft erhöhen würden? Dann, meine Lieben, dann würde auch die Reibungskraft, der rote Pfeil, wachsen. Treiben wir das Spielchen mal weiter, wir erhöhen die Kraft noch einmal und die Reibungskraft steigt. Jetzt erhöhen wir die Kraft noch einmal, doch die Haftreibungskraft hat ihr Maximum erreicht, denn die Oberflächenbeschaffenheiten beider Materialien lassen keine höhere Haftreibung zu. Was passiert also? Die Haftreibungskraft geht in die Gleitreibungskraft über. Und die ist, wie wir sehen können, deutlich geringer. Das sehen wir auch in der Tabelle zuvor. Der Koeffizient für die Gleitreibung ist immer geringer als der Koeffizient für die Haftreibung. Wann genau die Gleitreibung stattfindet, kann man anhand eines Kurvenverlaufs darstellen. Nehmen wir noch einmal das Beispiel mit dem Klotz. Wir ziehen so lange, bzw. wir drücken so lange, bis die Haftreibung ihren höchsten Punkt erreicht. Danach sinkt die Reibungskraft langsam, aber stetig. Wir zeichnen nun die jeweiligen Kennlinien in den Graphen ein. Und wir sehen, dass die Haftreibungskraft die größten Werte annimmt, danach die Gleitreibungskraft und die geringste Reibung liefert uns die Rollreibung. Diese hat einen ganz eigenen Kurvenverlauf. Und genau darauf gehen wir im zweiten Teil des Tutorials näher drauf ein. Tschüss und auf Wiedersehen!